Berlin soll klimaneutral werden. Bis 2045 will die Stadt 95% Treibhausgasemissionen einsparen. Beim Strom sind wir bereits auf dem richtigen Weg. Bei Mobilität, Industrie- und Gebäudeheizung sieht es leider ganz anders aus. Woher könnten also grüne Energieträger kommen? Wir vom Kompetenzzentrum Wasser Berlin arbeiten gemeinsam mit PartnerInnen an einer Lösung. Grüne Gase. Das sind gasförmige Brennstoffe, die aus erneuerbaren Rohstoffen produziert werden und daher klimaneutral sind. Eines dieser Gase ist Biomethan. Es kann aus Kläranlagen, Biogasanlagen, aber auch durch die Umwandlung von erneuerbarem Strom gewonnen werden. Wie das Ganze funktionieren könnte? Drei Beispiele. Erstens. Mit überschüssigem Solar- oder Windstrom wird Biomethan aus Wasserstoff und CO2 produziert. Das Gas kann lokal gespeichert und zum Heizen oder auch zum Betanken von Fahrzeugen genutzt werden. Zweitens. Der Biomüll in einer Biogasanlage produziert Biogas. Dieses wird dann zu Biomethan aufbereitet. Damit könnten zum Beispiel auch die Müllwagen direkt betankt werden, ein Kreislauf sozusagen. Drittens. Beim Reinigen unseres Abwassers entsteht Klärschlamm. Daraus entwickelt sich Biogas. Dieses wird dann gereinigt und zu Biomethan aufbereitet. Der Vorteil? Die grünen Gase könnten ganz einfach über das bereits bestehende Gasnetz zu uns geliefert werden. Damit können wir klimaneutral heizen und kochen. Mit grünen Gasen können auch verschiedene Sektoren verbunden werden. Zum Beispiel Abwasser mit Gebäuden oder Abfall mit Mobilität. Das nennt man Sektorkopplung. Natürlich gibt es viele Möglichkeiten, grüne Gase zu produzieren und zu nutzen. Was wir aktuell noch tun? Das konkrete Potenzial für Berlin erforschen, damit wir alle bald grüne Gase verwenden können. Denn das Angebot der nachhaltigen Energieträger und euer Bedarf müssen aufeinander abgestimmt sein. Weil der gesetzliche Rahmen sich alle paar Jahre ändert, verändern sich Subventionen, Steuern, Rechte und Pflichten von BetreiberInnen. Das macht die Planung der Projekte schwierig und hat leider zur Folge, dass das Potenzial der Sektorkopplung im Bereich der grünen Gase noch nicht richtig ausgenutzt wird. Aber weil die Stadt der Zukunft grüne Energieträger braucht, arbeiten wir am KWB bereits an konkreten Konzepten zur baldigen Umsetzung. Lasst uns also gemeinsam Berlin als klimaneutrale Stadt der Zukunft gestalten. Thank you.